Wir wollen zukünftig längere Fahrzeuge hier in unserem Streckennetz betreiben und deswegen haben wir uns bei unserer Partnerstadt in Erfurt ein Fahrzeug ausgeliehen, um das natürlich mal in Realbedingungen im Fahrgastbetrieb hier in Mainz zu testen. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt einen wirklich attraktiven ÖPNV anbieten. Und dazu bedarf es eines leistungsfähigen Systems. Und im Zuge dessen gucken wir uns auch an, was können wir für neue Straßenbahnen fahren lassen. Wir wollen vor allem Straßenbahnen bekommen, die länger sind, die klimatisiert sind, die einfach unsere alten Straßenbahnfahrzeuge ablösen werden in Zukunft. Und das will man jetzt dort einfach mal testen. Wie passt in den Betrieb von Mainz ein so langes Fahrzeug hinein? Funktioniert das überhaupt oder muss etwas noch angepasst werden? Bei dem Transport war natürlich eine große Herausforderung. Das war alles relativ kurzfristig, das ganze Projekt so ein bisschen. Bei der Länge vom Fahrzeug war es auch nicht so einfach, weil wir mussten mit zwei LKWs praktisch den ganzen Transport machen lassen. Man kann die Bahn nicht einfach herholen und man lässt sie dann fahren, sondern man muss schon schauen, dass es dann auch mit der Strecke zusammenpasst. Deswegen sind wir in den ersten paar Tagen die ganze Strecke in den Nachtfahrten dann abgefahren. Ja, persönlich stolz bin ich natürlich darauf, dass ich derjenige bin, der das Fahrzeug im Fahrgastbetrieb testen darf. Das ist natürlich nicht so selbstverständlich. Man sieht interessierte Gesichter, verwunderte Gesichter, weil das Fahrzeug natürlich schon einerseits durch die Folierung und natürlich auch durch die Länge auffällt. Wir haben ja dann Vergleich Standsfahrzeug, ein neueres Fahrzeug und also das Resümee ist eigentlich positiv jetzt schon.